Gelb. So, nochmal mit denen gleich mit hier. Das heißt wahrscheinlich, es wird noch mehr Gelb geben. Aber es ist ja auch kein krasses Gelb. Also sollte das eigentlich funktionieren, wie ihr schon sagt. Richtiges Dunkelbraun. Ja, mir geht's. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Lunge wird wieder besser. Das war so am Wochenende mit am schlimmsten. Ich nehme halt immer noch die harten Medikamente, die mich so ein bisschen zittern lassen. Also Cortison macht das schon und so. Leider ist jetzt noch meine Psyche irgendwie dazu gekommen, die ganz schön angegriffen ist von wahrscheinlich der ich werde gekündigt Thematik. Ich habe ein paar Tage gehabt, wo ich gar nicht, also ein paar Nächte gehabt, wo ich gar nicht geschlafen habe. Also wirklich gar nicht. Ich habe alles schon versucht, Meditation, Achtsamkeitsübungen, bla bla bla. Hat irgendwie alles nicht geholfen. Jetzt so seit heute, gestern geht's langsam wieder. Ich hatte mir halt noch einen Kopf gemacht, ob ich mich nochmal anwaltstechnisch beraten lasse, weil ich ja einen Behindertenschein habe. Und das bedeuten würde, dass die Kündigung meines Chefs unwirksam ist. Und er sich eigentlich noch anderweitig eine Erlaubnis, mich zu kündigen, einholen müsste. Nur wenn er das dann macht, stehe ich halt doof da. Da habe ich, das sind wieder so Sachen, in denen, an die denkst du in dem Moment nicht. Und das ärgert mich, dass ich daran nicht gedacht habe. So, irgendwo, ne, hier war das okay. Ja, genau. Das sieht schon mal schöner aus. Oh Gott. Okay, hier gibt's das gar nicht erst. Das ist die große Preisfrage. Da kommen wir so erstmal nicht hin.
Okay, hier auch nicht. Damit. Ja. Das lassen wir so holzbalkenmäßig gelb. Da müssen wir gleich wieder was anderes für kaufen. Ja. Da oben müssen wir irgendwie noch hin. Keine Ahnung wie. Und hier ist jetzt die Frage. Ja, das müsste eigentlich auch noch so gelb. So, und dann ist die Frage, aber die stellen wir uns erstmal auf der großen Terrasse wieder. Da muss auch noch. Auf der großen Terrasse stelle ich mir jetzt mal eben die Frage. Das würde ich auch, glaube ich, dunkel machen. Genauso wie das hier wahrscheinlich. Aber da wir ja hier das Geld haben. Geld vor allen Dingen. Das Gelb haben. Welches wir jetzt ja auch hier an den Seiten haben. Ob wir das hier einmal längs ziehen rundrum. So als Leiste. Hier einmal gelb. Und den Rest dann andersfarbig. Was meint ihr? Ja, im Endeffekt habt ihr recht. Es ist gut, dass ihr mich ablenkt. Ja, zum gelben Rand. Zum Glück nicht zum rechten. Das Fenster, haben wir ja auch gesagt, lassen wir auch so. Und ich bin, glaube ich, mittlerweile... Ich muss das mal ein bisschen mehr ausprobieren hier mit den Farben. Dass wir uns das mit dem Gelb ein bisschen besser angucken können, ne? Und dann entscheiden wir mal. Nein. Eins zu eins für den gelben Rand. Ich muss entscheiden. Zur Not mache ich das mit dem gelben Rand erstmal. Wenn es scheiße aussieht, kann ich ihn immer noch wegmachen. So. Und jetzt einmal das mittlere. Ich glaube, wir müssen uns das auch morgen nochmal angucken, wenn wieder Tageslicht ist. Das mit der Lampe ist jetzt hier semi-gut. Ne? Also, wir gucken uns das morgen nochmal an. In dem Licht jetzt wird das ja ungeil. Machen wir mal überall Licht an. Sofern wir überall Licht haben. Damit wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken können, ne? Also ich muss ja sagen, Josie hat ja beste Arbeit geleistet. Und hat wirklich... Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, Josie, aber du musst ja wahrscheinlich die Videos inspiziert haben. Oder den Stream, um dann zu sagen, ich mache mir einen Grundriss von jedem Zimmer.
Das fand ich schon krass. Also Schlafzimmer, wie gesagt, das hast du, glaube ich, das hier genommen. Und das ist auch das, was ich nehmen werde. Hier hatte ich die Idee, das noch größere Terrassenfenster zu nehmen. Also, dass das in der Mitte rauskommt zum Beispiel. Würde ich, glaube ich, ganz cool finden. Moin, Ramrod. So. Jetzt haben wir hier schon mal überall Licht an. Weil da jetzt dunkel draußen ist, ist das kacke mit der Fassade. Wir können jetzt echt nicht sehen, was geiler aussieht. Finde ich so. Moin, Abati. Schön, dich zu sehen. Was wollte ich denn sagen? Ja. Ich glaube, wir probieren mal, das Fenster zu ändern hier. Ja. Erstmal können wir es wirklich so lassen. Duplizieren. Ach so. Das ist jetzt doof. Das sollte ich jetzt noch nicht machen. Erstmal sollte ich den Rotz verkaufen. Zack. 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 Weil die Fenster sind alle gleich. Die können wir alle so verticken, glaube ich. Obwohl, die könnten vielleicht auch nicht passen. Müssen wir gucken. Warum geht das jetzt nicht rein? Ach, bestimmt wegen den... Ha! Ha! Das ist... Was ist denn jetzt los hier? Das ist ja... Also... Das ist dafür zu klein. Ich will jetzt aber auch nicht. Okay, ja, das ist schön, dass ich das machen konnte. Hier muss ein größeres Fenster hin. Oder ein kleineres. Genauso wie hier. Oder wir machen ein Eckfenster. Wisst ihr, wie ich meine? Also so. Fenster von hier bis da. Haben wir sowas? Ist die Frage. Ist sowas? Ist die Question. Das sieht nämlich nicht danach aus. Also ich sehe hier auf jeden Fall kein einziges Eckfenster. Wo sind die Kohlen? Ihre Schirmstände da draußen haben mir was von $1 Million erzählt. Mir auch 1 Million. Abati, danke für das Abo. Und ich frage mich gerade, warum schon wieder die Alerts nicht funktionieren hier. Ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht, weil ich vorhin dran rumgespielt habe. Man weiß es nicht. Aber vielen Dank fürs Prime-Abo, Abati. Danke, danke, danke. Ja, was machen wir jetzt mit den Fenstern? Panoramafenster.
da. Sieben mal sechs. Ich will einfach nur mal kurz... Ja, es ist ja auch noch nicht groß genug. 7 mal 6, 7 mal 8 ist die Höhe, glaube ich. Ein breiteres Fenster wäre noch geil. Haben wir nicht. Wir haben 7 mal 7 wäre das größte Fenster, aber dann auch nur so ein eckiges. Obwohl, das kann ich vielleicht sogar noch... So, warte mal. Wenn wir das jetzt hier nehmen und den Stil ändern. Keine Fenstersprossen. Lackiertes Holz hatten wir immer in Weiß. Basis B, lackiertes Holz in Weiß. Fensterbank hatte ich eigentlich jetzt immer erstmal das. So, die Rollläden. Auch in Weiß. So, wenn wir jetzt sagen, wir machen das hier mittig. Oder wir müssen erstmal die Wand zuzimmern. Das wäre schon schön groß, ne? Groß, klein oder eckig, die Technik ist entscheidend, habe ich gehört. Ja, ja, die Technik ist entscheidend. Sieben mal sieben, also sieben mal sechs wäre eigentlich doch besser. Weil das nicht so hoch ist. Richtig? Ja. Das wäre die perfekte Größe. Da würde ich aber erstmal zubauen hier, damit wir das nach und nach bauen können. Also ihr werdet sehen, wie gut, dass wir die Außenfassade noch nicht gemacht haben. So. Weg damit. Gott! Was war das? Ach, das waren die Bits, Cheers irgendwie so. Weil jetzt passiert hier so viel bei Twitch, wovon ich noch gar keine Ahnung habe. Danke, Abati. Abati spielt rum. Wenn du mir das jetzt alles noch erklären könntest, was du da machst, dann wär das top. Ach, das waren Cheers. 100 Bits. Okay. Ich doch nicht. Okay, okay, okay. Was kann ich mit den Bits machen? Oder ihr? Fragezeichen. Also wofür sind die da? Ich weiß das ja leider wirklich noch nicht. So, wie gesagt, Eckfenster gibt es ja noch nicht. Ich mag diese Fenster. 7 mal 6. Sieben mal sechs, fünf mal sechs. Da können wir aber mit diesen Klappen nicht arbeiten, aber das ist ja egal. Soll ja eine Panorama-Aussicht sein. Ja. So. Ich bin heute ein bisschen verwirrt, sorry.
Was mache ich denn da? Kann mir das mal einer sagen? Scheiß Medikamente, Alter. Oh nein! Ah. Bits sind Unterstützung für den Streamer und man kann sie für animierte Cheermodes nutzen. Ist also virtuelle Ware. Cheermodes, okay. So, wir müssen. Ich glaube, wir kriegen das nicht ganz hin, weil wir kein richtiges Eckfenster haben, oder? Wenn ich jetzt sag, einfach mal so, wir müssen die ja noch nicht fertig machen. 7 mal 6. Also die Höhe ist immer mal 6. Sagen wir hier, wir nehmen 4 mal 6. Einfach erstmal. So, und ich würde das andere dagegen, haben wir ja nicht so diesen richtigen Panoramablick, oder? Und es geht auch nicht. Da sagt er nein. Computer sagt nein. So. Das heißt, wir müssen da wenigstens da eine Säule hinmachen. Oder Holz. Wisst ihr, wie ich meine? Gibt auch noch ein Ranglistensystem dafür. Okay, ja. Sachen, die ich nicht verstehe, wie ich ja gesagt habe. So, das heißt, erstmal wieder verticken. Ach, ich bin so doof.